Hallo und ein freundliches Willkommen hier wieder bei TV Berlin zu einem interessanten, hoffentlich 30 Minuten mit einem interessanten Gast. Der kommt nämlich aus einem der größten Bezirke Berlins, Treptow-Köpenick. Oliver Igel, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Bezirksbürgermeister. Ich grüße Sie. Wie viel Geld hatten Sie heute Morgen in der Stadtkasse? Muss man ja bei Ihnen immer fragen. Ist ja wichtig in Ihrem Bezirk, ne? Zu wenig ist zu die wenig. Antwort. Die das Antwort ist jeden Tag auch einfach zu wenig. Also lohnt es für den Hauptmann nicht, wenn er jetzt vorbeikommt? Naja gut, da haben wir ja nun aus der Erfahrung von 1906 dafür gesorgt, dass wir im Rathaus nur noch einen bombensicheren Kassenautomaten haben. Und die Stadtkasse allgemein haben wir einfach geleert. Und damit lohnt sich der Überfall nicht mehr. Also so wenig dann doch, gar nichts mehr da. Und einen Pass, würde er den bei Ihnen kriegen? Ja, natürlich. Nur auf Termin. Na, das ist toll. Wie lange sind Sie schon Bürgermeister? Seit 2011. Das ist ja schon ein ganzes Weilchen, also schon mehrere Amtszeiten. Was macht Ihnen besonders Spaß in Ihrem Bezirk? Also Sie sind ja, ist ja schwierig, Ihre Kollegen, wir wollen ja niemandem zu nahe treten, aber Sie sind einer der schönsten Bezirke, ne? Also zumindest Köpenick. Ich vermute mal beinahe, dass alle meine Kollegen von Ihrem Bezirk auch sagen, dass Sie der schönste Bezirk sind. Ich sag mal, Marzahn-Hellersdorf wird schwierig oder so. Ich weiß es nicht, da gibt es doch aber auch schöne Ecken. Ja. Das will ich gar nicht mal ausschließen. Aber natürlich machen wir den Job als Bürgermeister, weil wir uns besonders verbunden mit unserer Heimat fühlen. Sie sind ja Köpenicker, ne? Genau, ich bin im Krankenhaus Köpenick geboren. Und damit hat man natürlich eine ganz besondere Beziehung. Und natürlich findet es man schön, auch wenn es bei uns natürlich auch Ecken gibt, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Aber es ist einfach ein toller Bezirk, ist der größte Bezirk. Und uns unterscheidet natürlich doch einiges von anderen Bezirken. Zum Beispiel? Zwei Drittel unserer Fläche sind entweder Wald oder Wasser. Oder Wasser. Und das kann kein anderer Bezirk bieten, auch wenn es viele grüne und auch wasserreiche Ecken in Berlin gibt. Aber so viel wie in Treptow-Köpenick gibt es nirgendwo. Also brauchen Sie eigentlich keinen Dienstwagen, sondern eher ein Dienstboot, ja? Immerhin, wir haben als Bezirk auch einen kleinen eigenen Hafen. Aber das Boot dazu fehlt uns. Oh, na ja. Dann, das kommt vielleicht irgendwann noch. Ne? Vielleicht sollten Sie sich das noch mal anschaffen oder so. Wo ist der, aber wieso haben Sie einen Hafen, wenn Sie gar kein Boot haben? Ja, wir haben neben dem Ordnungsamt am Allendeviertel ist tatsächlich ein kleiner Hafen, der irgendwie historisch bedingt mal beim Bezirk gelandet ist und der eben derzeit von uns nicht genutzt werden muss und auch nicht genutzt werden kann. Aber für den Fall, dass wir das mal brauchen, haben wir einen Hafen. Aber wenn Sie zu wenig Geld in der Kasse haben, dann wird es ja auch mit dem Boot nicht. Das ist dann eher schwierig. Ich habe gelesen, Berlin hat ja so ein bisschen das Problem oder den Fakt, dass abgewandert wird in den Speckgürtel. Bei Ihnen ist es andersrum. Ich habe die Zahlen gesehen, es werden immer mehr Einwohner bei Ihnen. Na, vielleicht gelten wir einfach auch als der Speckgürtel Berlins. Das würde ich gar nicht mal so ausschließen an der Stelle. Viele haben doch die Vorzüge genau einer solchen Region, die mehr grün geprägt ist, die mehr Wasser geprägt ist, wo das Leben etwas anders läuft, auch ein bisschen ruhiger. Viele haben das schätzen gelernt und wollen vielleicht auch aus der trubeligen Innenstadt weg. Und dann schaut man sich um, wo könnte das sein? Und das ist eben häufig auch bei uns in Treptow-Köpenick sind solche Orte zu finden. Wir haben ja Dörfer. Mögelheim oder Schmöckwitz, wir haben Bohnsdorf, wir haben richtig Dörfer, echte Dörfer. Und da ist es denn auch gar kein Unterschied. Ist das jetzt eigentlich Brandenburg oder ist das Berlin? Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie inzwischen einer der größten Wissenschaftsstandorte sind und die Menschen ja irgendwie in der Nähe auch wohnen wollen? Also Stichwort Adlershof. Ja, also Adlershof ist Deutschlands größter Wissenschafts- und Wirtschaftspark. Ja. Die Nummer 4 in Europa, also auch wirklich eine große Nummer. Mehr als 1200 Unternehmen sind in Adlershof inzwischen angesiedelt. Und das hat dazu geführt, dass da auch richtig Arbeitsplätze neu entstanden sind. Mhm. Und da haben sich sehr viele angeschaut, ja, wo kann man denn hier wohnen? Und die sind dann eben gar nicht so weit weggezogen, sondern haben sich eben in Treptow-Köpenick auch umgeschaut. Mhm. Apropos Wohnen, wie sieht es mit dem Wohnungsbau bei Ihnen aus? Das heißt ja immer, Berlin hat zu wenig Flächen. Andererseits, wenn man bei Ihnen zum Beispiel mal die alte Agfa-Fabrik sich anschaut, die steht seit Jahren leer, da sagt man sich doch, ja wie, ich höre, Berlin hat zu wenig Flächen und hier steht alles leer. Da könnte man noch prima Wohnung oder was weiß ich, ein Businesspark oder sonst etwas, aber eben auch Wohnungen machen. Das geht auch. Wir sind ja schon seit einigen Jahren auch immer, jedes Jahr, auf Platz 1 oder 2 der genehmigten neuen Wohnungen.
Also weil wir eben dieses Flächenpotenzial haben. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr im Schnitt 3000 neue Wohneinheiten genehmigt. Wenn alle Bezirke so ein Potenzial hätten und das machen würden, hätten wir in Berlin überhaupt gar kein Problem an neuem Wohnraum. Aber es ist eben objektiv auch nicht überall möglich. Bei uns ja, und wir machen das. Aber eben zum Beispiel diese Agfa-Fabrik, wieso steht so ein, sieht ja auch schön aus, also sind ja tolle Bauten oder so, wie kann sowas so lange so, wo sind da die Probleme? Ist es ein Eigentumsproblem oder was? Nein, in der Regel ist es so, wenn eine Umnutzung eines ehemals gewerblich oder industriell genutzten Areals in Wohnraum absolviert werden soll, dann muss ein Bebauungsplanverfahren gestartet werden. Und dieses Bebauungsplanverfahren, das kann unterschiedlich lange dauern. Das geht im schnellsten Fall 2,5 Jahre, 2 bis 3 Jahre kann das dauern. Aber in der Regel passieren auf dem Weg verschiedene Dinge, die einen dann nochmal wieder zurückwerfen, wo Fragen der Erschließung geklärt werden müssen, manchmal auch Altlasten. Gerade bei den industriellen Gebieten geht es dann um Altlasten oder um Denkmalschutz. Und dann wird gerungen, was darf wie gebaut werden. In welcher Dimensionierung, welche Auflagen werden erteilt. Und deswegen gibt es auch nicht immer Investoren, die genau auf solche Flächen schauen, weil sie sehen, das ist ein schwieriges Areal. Unwägbarkeit, ja. Mit vielen Unwägbarkeiten konzentrieren wir uns doch vielleicht auf Gebiete, die etwas einfacher zu bebauen sind. Und unterm Strich haben wir uns im Bezirk nichts vorzuwerfen. Wir liefern das, was eben in dieser Stadt auch gebraucht wird an neuem Wohnraum. Also nicht nur, dass wir viel genehmigen, sondern es wird auch viel gebaut. Und ja, so wie Sie das sagen, es gibt eben auch noch Potenzial. Und es ist auch gut so, dass sich das so ein bisschen auch entzerrt, dass wir also im Grunde genommen auch noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch Potenzial für Entwicklung in dieser Stadt haben. Denn wir wollen ja auch, dass sich die Stadt weiterentwickelt, und zwar positiv. So ein anderes Potenzial, was ja auch irgendwie so ein bisschen wie ein Schandfleck ist, sowohl von der Straßen- als auch von der Wasserseite, ist die alte Bürgerbräu. Ne? Seit Jahren zu, war mal ein sehr schöner Bierkeller, passiert auch nichts. Da gibt es zwei Investoren in Friedrichshagen, dort am Ufer, die auch Wohnungen daraus bauen möchten. Sogar direkt am, obwohl es ein Wassergrundstück ist, wird es dort auch geförderten Wohnraum geben, also zu niedrigeren Preisen. Mhm. Aber diese beiden Investoren haben, ich sage es mal, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und deswegen haben wir dieses, auch da ist ein Bebauungsplanverfahren notwendig, deswegen haben wir die Bebauungsplanverfahren getrennt, damit also nicht der eine Investor auf den anderen warten muss. Das war nämlich der Hemmschuh in den letzten Jahren. Und jetzt glaube ich eigentlich, dass es da auch ein Stück vorangehen wird. Und so wird dann auch in Friedrichshagen etwas belebter am Wasser sein. Und zwar mit preiswerten Wohnungen auch. Mal gucken, aber auf alle Fälle kein Bier mehr. Naja, es gibt dort durchaus noch einen schönen Biergarten. Das ist klar, aber es wird die Brauereikultur wird dort noch erhalten bleiben. Da ist ja auch sehr viel denkmalgeschützt. Da wird man also nicht alles einfach wegreißen, sondern man wird dort noch die alte Bierkultur auch erleben können. Sie haben gesagt, seit 2011 Bürgermeister. Sie sind allerdings ja ganz was anderes. Sie haben Literatur studiert, ne? Waren mal freier Journalist. Wie wird man da Bürgermeister? Also wieso haben Sie denn gesagt, ja, interessiert mich allerdings nicht, gehe jetzt in die Politik? Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat eher etwas damit zu tun, dass ich mich eben mit meinem Bezirk sehr, sehr verbunden gefühlt habe. Ich habe mich früh für Politik überhaupt interessiert. Also ich habe schon als Schüler auch regelmäßig Tageszeitung gelesen, während andere eben andere Dinge gelesen haben. Also Politik war schon ein Interesse von mir. Und ich habe mich auch immer dafür interessiert, was passiert in meiner Umgebung. Ja, und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich sagte, ach Mensch, ich könnte mich ja auch mal einer Partei anschließen. Und dann so sagen, ja, nicht meckern, sondern machen, ja? Genau, einfach, das ist nämlich das, was ja auch viele aus meiner Sicht auch falsch machen. Ne? Meckern ist das Einfachste der Welt, was man tun kann. Aber einen schlauen Vorschlag, den ja jeder hat, dann auch zu einer Umsetzung zu bringen, also selbst etwas zu tun, vielleicht selbst auch mal auf die Nase zu fallen, aber überhaupt sich zu engagieren in der Sache, wie geht's mit meiner Stadt weiter, das ist schon eine kleine Hürde. Ich habe die Hürde überwunden, andere vielleicht nicht. Ja, und dann
sage ich mal so, kamen viele Dinge zusammen. Ich habe dann ja auch erst mal 10 Jahre lang ehrenamtlich Politik gemacht. Ich war Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, war Fraktionsvorsitzender. Und, ja, und dann wurde ein Spitzenkandidat gesucht für die Wahl. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Und jetzt sind Sie so lange Bürgermeister. Wie lange wollen Sie es noch machen? Ach, mal schauen. Also, das sind 9 Jahre. Also es sind, Quatsch, 11 Jahre. Es sind fast 11 Jahre, aber es sind sehr unterschiedliche Zeiten gewesen. Schwierige Zeiten, Zeiten, wo man sehr viel gestalten konnte. Und jetzt ist auch noch eine ganze Menge notwendig, was zu tun ist, damit unser Bezirk auch weiterhin nicht nur ein beliebter Bezirk bleibt, sondern damit die Menschen eben auch Chancen haben. Chancen auf einen Arbeitsplatz, auf eine Wohnung, auf einen Ausbildungsplatz. Und da gibt es noch einiges zu tun, denn ich will im Grunde genommen, dass es den Menschen bei uns weiterhin gut geht und dass die auch weiter guten Gewissens Kinder kriegen und Enkel betreuen. Und da muss man aber auch eine Perspektive aufbauen, dass es also dieser Stadt weiterhin gut geht. Ne? Und das macht Spaß. Wenn Sie mit Ihren Kollegen beim Rat der Bürgermeister zum Beispiel zusammensetzen und mal so drüber reden, wer so Probleme hat im Bezirk, was sagen Sie dann, was Ihr größtes Problem ist, was angegangen werden muss? Ja, ganz ehrlich, es gibt viele große Probleme. Also ich würde das gar nicht auf ein großes Problem konzentrieren. Aber Sie haben ja selbst gesagt, wie die Stadt wächst, was es für einen Zuwachs gibt. Und das ist ja an sich erstmal sehr schön. Mhm. Wir sind eine beliebte Stadt. Nichts wäre schlimmer, als wenn alle Menschen hier raus wollen und sich die Stadt entleert. Sondern die Leute, die zieht es in diese Stadt, weil sie vielleicht einen Arbeitsplatz gefunden haben. Aber Sie haben ja gesagt, vieles in Köpenick oder Treptow-Köpenick ist ja eigentlich nicht Stadt. Ne? Das ist ja schon ja, fast richtig, so wie richtig. Auf dem Dorf oder so. Aber da ist dann, da ergibt sich dann auch eines der größten Probleme und das ist Verkehr. Die Frage, haben wir eigentlich einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr? Mhm. Oder zwingen wir einfach viele Menschen bei uns im Bezirk, das Auto zu nutzen, weil die Wege viel zu lang sind, weil die Verkehrsverbindungen viel zu ungünstig sind. Und das ist eines der größten Probleme, die es eben gibt, die auch im Sinne der Umwelt auch gelöst werden sollten. Es wird immer so sein, dass bei uns, weil wir eben so ein weitläufiger Bezirk sind, Menschen nicht anders können, als ins Auto zu steigen. Auch die brauchen dann entsprechende optimale Bedingungen. Aber man kann auch noch einiges verbessern, damit eben überhaupt ein Bus fährt, eine Straßenbahn oder eine S-Bahn, dass auch eine Taktung attraktiv ist und dass man auch Verbindungen schafft, dass man nicht mit 12-mal Umsteigen in die Innenstadt kommt damit eben auch es nochmal ein Stück attraktiver macht, bei uns auch wohnen zu wollen. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und dann haben wir natürlich auch die großen Themen, die andere Bezirke ähnlich haben, Schulplätze schaffen, Kita-Plätze schaffen, alles Betreuungsmöglichkeiten aller Art. Da gibt es in den nächsten Jahren noch genug zu tun und auch genug Potenzial, die Stadtkasse ehrlich noch mal ein bisschen kleiner zu machen. Weil wir müssen auch Geld ausgeben, damit wir eben diese Aufgaben auch lösen. Wenn wir eben neue Schulen bauen, wenn wir neue Kitas bauen und alles sowas, da muss man Geld in die Hand nehmen, da muss man die Kasse leer machen. Ein Problem beim Verkehr ist ja auch, in Treptow gibt es das noch teilweise, aber es wird ja immer beliebter, so diese Carsharing oder diese Roller oder sonst dergleichen, was eben ja in Treptow in Teilen noch geht. Ne? Aber wenn man dann in die Außenbezirke, also ich hatte auch neulich mit Ihrem Kollegen aus Marzahn-Hellersdorf, da ist das dann schwierig. Sind Sie da auch vielleicht mal mit diesen Anbietern im Gespräch, dass es vielleicht doch möglich wird, dass man so ein Carsharing-Auto eben auch da draußen benutzen kann oder eben so ein Roller oder Moped oder was? Also für mich ist es auch völlig unverständlich, dass da von den Unternehmen Berlin nicht als Ganzes gesehen wird. Natürlich, klar, die rechnen knallhart wirtschaftlich. Wenn das Auto irgendwo im Außenbereich abgestellt wird, wird es dann dort wieder genutzt und so weiter. Ist mir auch klar. Aber es führt eben dazu, dass eben mehr Leute bei uns auf ihr Auto, auf Eigentum auch angewiesen sind. Und Sie wissen, was das Ineffizienteste am eigenen Auto ist. Es steht eben den größten Teil des Tages einfach rum. Ja. Und das ist bei Carsharing eben anders, wird optimaler ausgenutzt. Also ich wünsche mir das. Wir können dann nur werben bei den Unternehmen, dass sie da vielleicht auch ein größeres Augenmerk auch auf die Außenbezirke haben. Aber wir können es nicht erzwingen. Aber gibt es auch Ideen, noch öffentlichen Nahverkehr
sei es Straßenbahn, sei es, ja, S-Bahn kann man ja, die fährt ja da schon, das ist auch schwierig auszubauen, aber zum Beispiel Straßenbahn oder neue Buslinien einzurichten? Ja, also wir fordern das auch in jedem Nahverkehrsplan, wo wir auch beteiligt werden als Bezirk, bringen wir auch Ideen ein, wo es ganz neue Linien geben soll. Aber die Hauptaufgabe wäre jetzt erstmal bei den bestehenden Linien, wirklich konsequent einen 10-Minuten-Takt umzusetzen. Das kann sich in der Innenstadt niemand vorstellen. Ja? In der Innenstadt, wo teilweise hier Bahnen und Busse in 2 Minuten oder in 5- oder 6-Minuten-Takten fahren, dass bei uns manchmal in bestimmten Regionen 20-Minuten-Takt, 30-Minuten-Takt und dann am späteren Abend auch gar nichts mehr fährt. Also, dass tagsüber überall ein 10-Minuten-Takt eingeführt wird, das wäre schon ein erheblicher Fortschritt. Und dann können wir vielleicht auch ein ganz neues Potenzial nutzen, was bisher zu wenig mal überlegt wurde. Und das ist einfach mal der Fährverkehr auf dem Wasser. Das gibt es ja teilweise. Und Sie haben sogar das Kurioseste, eine BVG-Fähre am Wochenende, die gerudert wird. Richtig, ne? Genau. Das ist also ein Highlight. Das ist ein Highlight natürlich. Das löst aber natürlich nicht unsere Nahverkehrsprobleme. Nee. Aber mal zu überlegen, ob es auch schnellere Fähren geben kann. Also so ein bisschen vergleichbar vielleicht Venedig oder so, ja? Noch ein bisschen besser. In Hamburg gibt es das beispielsweise. Mit mehr Anlegern also, auch und so. Also es gibt ja die Fähre, die da in Köpenick fährt, über Ransdorf, ne? Genau. Und so, aber vielleicht das ist aber, auch, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr in die Stadt auch reinfährt. Ja, ne? Und die braucht dann aber ein höheres Tempo, weil sonst ist es eine Stadtrundfahrt. Sonst ist es touristisch. Die jetzigen Geschwindigkeiten reichen da nicht aus. Aber wenn man da einen Weg Richtung Innenstadt finden kann, der sich dann auch lohnt, dann glaube ich, kann das ein absoluter Schlager werden. Denn auf dem Wasser gibt es zum Glück wenig Stau, wenig Hindernisse. Und wir haben es regelmäßig, das ist auch ein großes Problem, dass es eben auf unseren S-Bahn-Strecken, die ja eigentlich vom öffentlichen Nahverkehr die besten Strecken sind, die meisten Menschen in einer schnellen Geschwindigkeit nehmen könnten, dass es da immer wieder Störungen gibt, Weichenstörungen, andere Signalstörungen und so weiter. Und dann gibt es da erhebliche Probleme. Auf dem Wasser gibt es das eher nicht. Wir machen mal eine kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ja, Treptow-Köpenick. Wir haben jetzt ziemlich viel über Köpenick geredet, aber Treptow gehört natürlich auch dazu. Wollen wir nicht vergessen, auch mit einem schönen Rathaus, nicht ganz so schön wie das in Köpenick. Aber gegenüber von dem Treptower Rathaus war mal der Kulturpark, später Plänter, also Plänterwald, wie hieß es dann? Spreepark. 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 Und es gibt ja wieder Pläne, ne? Na, also erstmal die Region, da ist wirklich viel los. Also wir haben ja in den vergangenen Jahren den Treptower Park insgesamt denkmalgerecht wiederhergestellt. Mhm. Da ist also, was die gesamte Grünanlage betrifft, wirklich eine große Aufwertung hat dort stattgefunden. Die Platanen wurden gerettet, dann wurden sehr viele Anlagen dort wieder so gebaut, wie sie einst mal errichtet waren. Dann haben wir die legendäre Ausflugsgastronomie Zenner, die wird auch gerade umgebaut und ist auch schon wieder offen und da ist richtig was los, also ganz toll. Und in diese Linie passt eben auch die Umgestaltung des Spreeparks. Erstmal, daneben ist ja auch ebenso legendär das Eierhäuschen. Ja. Das Eierhäuschen soll 2023 wieder eröffnet werden mit einem großen Biergarten, mit einer tollen Gastronomie. Und mit Künstlern, die dort zeitweise im Obergeschoss Arbeitsräume bekommen. Und Künstler ist auch das Richtige. Also so eine Art Artist in Resident, ja? Genau, so, genau, ja. So, genau dafür ist das vorgesehen. Man kann ja auch da gar nicht so viel machen. Ne? Soll man da eine Gastronomie in der ersten Etage machen? Also macht man dort Künstlerräume draus. Und ähnlich wird das auch mit dem Spreepark sein. Also es gab ja die Grün Berlin GmbH, die organisiert das ganze Jahr und hat auch dort ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt. Und als Konzept hat sich durchgesetzt, auch mehr Künstler eben auch im Spreepark zu etablieren. Trotzdem wird es eben ein Park bleiben, der für Familien offen steht. Das Riesenrad soll wieder sich drehen. Wird es dann irgendwann da sowas wie Tivoli oder irgend so etwas geben oder wie den Prater in Wien oder sowas? Also vermutlich nicht oder sehr wahrscheinlich nicht. Aus dem einfachen Grund, nicht umsonst ist die Geschichte des Spreeparks so untergegangen, wie sie untergegangen ist. Freizeitverhalten hat sich verändert.
Und auch in unserer großen Großstadt Berlin hat sich das einfach nicht gelohnt. Deswegen wird es Angebote für Familien geben, aber so der große Vergnügungspark, die Zeit ist vorbei. Ich meine, wenn man guckt, Disneyland, Phantasialand oder Europark, das funktioniert ja alles. Warum kann es in Berlin nicht funktionieren? Auf anderen, auf größeren Flächen funktioniert das. Wir sind aber im Plenterwald auch mitten im Landschaftsschutzgebiet. Mhm. Da gibt es schon sehr viele Restriktionen. Da wird gar nicht so viel zusätzlich möglich sein. Es gibt ja schon eine heftige Debatte darüber. Können wir das andere Ufer noch mitnehmen, da wo der Rundfunk seinerzeit war? Das ist gar nicht so weit, ist gar nicht so weit hergeholt. Es wird ja einen Schiffsanleger am Eierhäuschen geben, damit eben auch der Spreepark vom Wasser aus erreicht werden kann. Aber genau das ist auch die Debatte. Wir haben dort als Straße nur eine sehr schmale Zugangsstraße. Und es gibt heftige Diskussionen mit der Bevölkerung, mit der Bürgerschaft dort der Umgebung, die ganz klar dagegen sind, dass daraus eine vernünftige Straße gemacht wird, damit dort eben auch ein Bus vernünftig hinfahren kann und auch noch ein zweites Fahrzeug dran vorbei kann. Ist immer so ein bisschen das Problem in Deutschland. Alle wollen Veränderungen, dass was modern wird, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Das ist so. Das ist auch mein täglich Brot. Ja. Das muss man auch sagen. Das ist auch bei den anderen Bürgermeistern täglich Brot. Eigentlich will man sich wohlfühlen in der Stadt, aber man will Veränderungen nicht selbst spüren und gar nicht selbst davon betroffen sein. Dabei ändert sich immer etwas in einer Stadt. Das gehört zu einer Großstadt dazu. Es gibt eben immer wieder neue Dinge, die passieren und eine Stadt entwickelt sich. Aber wir haben eben in diesem Gebiet große, große Restriktionen zum Landschaftsschutz, was auch nachvollziehbar ist. Wir wollen natürlich, dass unsere Stadt auch ein Stück Grün erhalten bleibt. Aber wir wollen eben auch den Menschen was bieten. Und da muss man irgendwo immer einen Mittelweg finden, um etwas möglich zu machen, aber auch nicht alles unmöglich zu gestalten. Apropos den Menschen was bieten, Sie haben sich nicht unbedingt beliebt gemacht mit dem Grillverbot im Treptower Park. Haben Sie den Menschen damit nicht etwas weggenommen? Nein, weil wir haben ja gleichzeitig gesagt, es gibt aber Orte, an denen wir das Grillen ausdrücklich befürworten. Wir haben Flächen ausgewiesen, wo das erlaubt ist. Aber es kann auch nicht sein, dass wir für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in Treptower Park den Müll wegbringen. Wieder denkmalgerecht herstellen und danach wird er verbrannt. Mhm. Das kann es nicht sein. Und es würde auch ein bisschen anders laufen, wenn ein paar mehr Menschen auch das Bewusstsein haben, dass wenn man bestimmte Dinge in einen Park tragen kann, Verpackungen mit Inhalt, dass man auch Verpackungen ohne Inhalt entweder in ein Müllbehältnis oder aber wieder mitnimmt. Mhm. Und wenn es dieses Denken nicht gibt, sondern wenn dieses Denken nur dazu reicht, ich baue mir hier meinen Grill auf an einer Stelle, an der ich das möchte, ist mir doch egal, ob das hier alles drumherum verbrennt und vermüllt, dann kann man leider nur mit einem klaren Nein darauf antworten und ein Verbot aussprechen. Ich finde das sehr unglücklich, weil dieser Park, der soll eben für alle auch ein Stück zur Erholung und zum Vergnügen da sein, aber nicht zur Zerstörung. Eine andere Diskussion beim Thema Parks ist ja gerade, bei Ihnen fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber beim Görli oder auch in Mitte bei Parks, dass die überhaupt nachts gesperrt werden sollen wegen Party und sowas. Wie ist da Ihre Meinung? Naja, also wir haben das während der Corona-Beschränkungen sehr deutlich gemerkt, dass also wo die Clubs alle geschlossen waren, dass man in den Park geht. Wurde Treptow-Köpenick zur Partymeile gefühlt das erste Mal, weil alle an Badestellen in Wälder gegangen sind und dort ihre Musikanlagen aufgebaut haben und Party gemacht haben. Bis wir sie dann beschlagnahmt haben und an einem gesicherten Ort die Anlagen dann untergebracht haben. Aber das schwappt immer noch so ein bisschen rüber. Und wir haben da gleich gesagt, wir möchten dem Einhalt gebieten, denn wenn man damit erstmal anfängt, dann werden eben auch solche Grünanlagen, Wälder, Badestellen dauerhaft zu Partymeilen. Und es ist dann nicht nur eine Umweltbelastung, sondern eben auch eine Belästigung der Bevölkerung, die dann ein paar hundert Meter weiter vielleicht wohnt. Gut, aber nun sind Parks öffentliche Anlagen und die dann zu sperren, finde ich auch schwierig, ne?
Ja, das, ich würde da auch einfach mal eine ganz offene Diskussion dazu führen. Die Frage ist ja an der Stelle, muss tatsächlich der Park nachts um 3 Uhr oder um 4 Uhr zur öffentlichen Erholung zugänglich sein? Also ist es notwendig? Ist es zwingend notwendig? Insofern verstehe ich, dass da einige Kollegen Bürgermeister sagen, ich mache nachts bei mir zu. Wir haben diese Auswüchse bei uns im Bezirk noch nicht, dass es also die absolute Notwendigkeit gibt. Allerdings, das ist dann der Dominoeffekt. Wenn bei den Bezirken, die jetzt ihre Grünanlagen nachts schließen, Ruhe herrscht, aber dann die Leute einfach nur weiterziehen in unsere Parkanlagen und dort Party machen, dort für Zerstörung sorgen, dann ist es eben der Dominoeffekt, der dann uns auch dazu zwingt, das zu machen. Es ist ein Riesenaufwand, weil wir haben große Grünanlagen. Wenn wir die alle einzäunen müssen, das wird also, würde sehr, sehr viel Geld kosten. Und dauert. Und es dauert, ganz sicher. Und natürlich muss sowas alles auch kontrolliert werden. Also ohne Zäune muss es natürlich noch stärker kontrolliert werden. Also ich habe da keine Sehnsucht danach, definitiv nicht. Ja, das ist doch was. Wir haben schon mehrfach gesagt, seit 11 Jahren sind Sie Bürgermeister. Für den Fall, dass Sie in 10 Jahren immer noch Bürgermeister sind, ist das geplant? Naja, das habe ich ja nicht alleine zu entscheiden. Na gut, also dass es so ist, wenn ich richtig gerechnet habe, wird Köpenick in 10 Jahren 800 Jahre alt, ne? 1932. Nee. 1232 gegründet als Stadtrechte. Nein. Habe ich falsch gelesen? 1209. 1209, aber 1232 Stadt und dann war es Stadtrecht. Das kann durchaus sein. Ja. Das ist eine gute Gelegenheit, dann wieder das eigene Stadtrecht für Köpenick einzufordern, dass wir wieder unabhängig werden. Das ist würden Sie das gern? Auf jeden Fall. Nein, ganz ernsthaft, es ist so, dass wir, wenn wir sind ja als Teil Berlins, wir haben keine eigenen Steuereinnahmen, wir sind immer darauf angewiesen, dass uns der Finanzsenator ein bisschen Geld überweist. Und wenn wir eigene Stadt wären, dann könnten wir eben die Steuern auch selbst vereinnahmen. Aber wir haben es ja angesprochen, Sie haben ja Zuzug, heißt, Sie haben ja dann auch jetzt mehr Steuern, ne? Wenn die Leute bei Ihnen im Bezirk wohnen. Ja, könnten wir haben, genau. Wir haben Unternehmen, die bei uns Steuern zahlen. Das auch, können. Ich meine, Adlershof, ja. Da müssten Sie sich ja eigentlich auf Deutsch gesagt dumm und dämlich verdienen, also oder? Also ehrlich gesagt, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung Berlins, denn ich glaube, wir sind als Treptow-Köpenick für Berlin eine richtig gute Partie. Deswegen könnte es da auch ein bisschen mehr Anerkennung aus der Innenstadt geben. Also werden Sie jetzt Druck ausüben und zu sagen, ansonsten mal wie eine Unabhängigkeitsbewegung? Ja, ich kann ja auch mal mit meinen Kollegen aus dem Umland sprechen, ob ich mich auch irgendeinem Landkreis anschließen kann, wenn die bessere Konditionen haben. Naja, das wird eher schwierig. Ich meine, seit 1920 gehören Sie ja auch erst zu Berlin, ne? Ja, wir sind ja eher spät dazu gekommen, ja. Naja, als alle da, als Groß-Berlin-Gesetz geschaffen wurde, genau. 1920, genau. Ja. Der besagte Hauptmann, der war 1906, ne? Genau, da waren Sie noch eigenständig. Da sind Sie froh, dann traut er sich jetzt nicht mehr hin, wenn Sie gar kein Geld haben. Wie oft werden Sie angesprochen, wenn Sie so irgendwo unterwegs sind? Ja, doch. Auf den Hauptmann? Ja, das ist das, was... Wahrscheinlich können Sie es manchmal schon nicht mehr hören, ne? Nein, es ist so, dass das ist auch sehr positiv, weil jeder kann mit Treptow-Köpenick, also insbesondere mit Köpenick, etwas verbinden. Der Hauptmann von Köpenick ist deutschlandweit und auch weltweit eine sehr bekannte Marke. Sie haben kürzlich erst einen neuen gewählt, ne? Genau, also der Tourismusverein hat einen neuen Schauspieler ausgewählt, der also regelmäßig die Figur verkörpert. Und das ist ein Aushängeschild für uns. Ja, es ist zwar eigentlich formal gesehen ein Verbrecher und es ist auch so, aber das ist das, was eben Köpenick sehr bekannt gemacht hat. Und das ist auch ein richtiger Werbebotschafter für den Bezirk. Und deswegen ist an diese Geschichte anzuknüpfen auch wirklich immer eine gute Idee. Ja, Verbrecher ist schon so, aber er war ja ein sympathischer Verbrecher. Ne? Er hat ja nicht mehr, also ein bisschen wahrscheinlich wie in der Neuzeit, so, der alle Sympathien für sich hatte, zumindest der Bevölkerung, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Dagobert oder Ja, Dagobert, wenn Sie sich erinnern oder so. Ne? Eher nicht Robin Hood, aber wäre schön gewesen, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Dagobert trifft es da schon eher, aber auch Dagobert ist natürlich irgendwo, denn doch trotz Verbrecher irgendwo ein sympathischer Mensch, genau. Genau, und so soll es auch mit dem Hauptmann von Köpenick bleiben. Das bleibt dann auch ewig sozusagen. Im Rathaus kommen da manchmal Leute und sagen, ja, wo war es denn und so? Oder also bieten Sie da Führung an möglicherweise?
Im Moment nicht. Das Rathaus wird gerade saniert. Oh. Das ist gerade geschlossen. Aber wir haben ja dort eine eigene Hauptmann-Ausstellung im Rathaus. Die wird gerade in der Musikschule ein paar Meter weiter gezeigt. Aber wir haben eine eigene Ausstellung über den Hauptmann. Im Rathaus war das immer im Kassenraum, also in dem originalen Kassenraum. Und dann gibt es ja jede Woche samstags um 11 in der Altstadt das Hauptmann-Spektakel. Die Hauptmanngarde tritt auf mit dem Hauptmann von Köpenick und spielt die damaligen Szenen nach. Und es ist ein Publikumsmagnet. Einfach mal vorbeischauen sozusagen. Ja. Sie wohnen Ihr ganzes Leben lang schon in Köpenick. Jetzt Treptow-Köpenick. Haben Sie einen Lieblingsort? Ach, das kann man als Bürgermeister immer nicht sagen. Weil, Sie wollen sich jetzt bei niemandem unbeliebt machen. So ist es, ne? Also da macht man sich bei dem einen beliebt. Ja, dann sagen Sie es ganz leise. Ich sage dann einfach immer, am Wasser ist es am schönsten. Und das ist es auch so. Und das haben wir, ein Großteil unserer Fläche ist ja Wasser. Und eigentlich egal, an welches Ufer man sich setzt, es ist einfach wunderschön. Mhm. Apropos Ufer, wir hatten schon drüber gesprochen, in der Leperstraße ist ja auch so ein großes Gelände, wo man mal mit dem Auto vorbeikommt oder auch von der Wasserseite, wo man denkt, passiert hier mal was? Na, also das Funkhaus hat, das hat einen Besitzerwechsel gehabt und das hat dem Funkhaus sehr, sehr gut getan. Es sind inzwischen jede Menge Unternehmen eingezogen. Da finden Veranstaltungen auch statt, sogar große Kongresse finden dort regelmäßig statt. Aber daneben gibt es noch eine Reihe von Flächen, die bisher noch brach liegen. Also wenn man zum Beispiel diesen Neubau da sieht, wo einst der Berliner Rundfunk saß. Das Gerippe. Ja. Ein Gerippe ist das ja im Grunde genommen nur noch. Da gibt es aber Entwicklungspläne, die habe ich auch schon gesehen, für eine gewerbliche Entwicklung. Das wird auch sehr gut und wird auch der Stadt gut tun, weil das eben Potenzial für weitere Arbeitsplätze auch bietet. Und die Gegend dort ist dafür auch wirklich prädestiniert, verkehrstechnisch sehr günstig gelegen, mit Gewerbe eben in der unmittelbaren Umgebung, aber eben auch der Möglichkeit, dort nicht allzu entfernt gut zu wohnen. Also im Grunde genommen perfekt, aber nicht alles passiert auf einen Schlag. Also man muss Aber wenn man so sieht, also wir brauchen das Gelände oder auch Agfa-Fabrik oder sonst was auf einen Schlag, da hat man so den Eindruck, wenn man vorbeikommt, in den letzten 5 Jahren, respektive 10 Jahren, ist da gar nichts passiert. Das haben wir, das ist auch tatsächlich an einigen Stellen so. Stadtentwicklung passiert manchmal im Schneckentempo, manchmal auch absichtlich, weil man ein solches Gelände dann auch nur einmal entwickeln kann. Wenn das dann so bebaut ist, dann ist es erstmal auch für die nächsten 100, 200 Jahre so bebaut. Das muss also immer auch wohl überlegt sein. Wir haben aber auch Flächen, die lassen sich schneller entwickeln, weil es eben Brachflächen sind, weil man da auch dann nach der Umgebung entsprechend bauen kann. Und deswegen haben wir auch sehr viel, sehr gute Entwicklung, sowohl im gewerblichen Bereich, dass Unternehmen bei uns Plätze finden, aber eben auch im Wohnungsbereich. Und ja, wir haben dann eben auch immer noch Flächen, da kann man eben noch was machen. Und deswegen freue ich mich auch, dass es die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht langweilig wird. Und schnelle letzte Frage, wann gibt es den zweiten Fernsehturm? Müggelturm? Den zweiten Müggelturm. Also erstens, noch gibt es keine langen Schlangen am Müggelturm, um raufzukommen. Also noch reicht einer. Es soll ja den zweiten geben, wo man dann auch mit dem Fahrstuhl hoch kann. Ne? Also zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Ja, aber das ist dann eben am Ende die Frage, die wir uns auch alle stellen müssen, die eben sagen, wir wollen unsere Denkmale erhalten. Heißt es denn, den Müggelturm erhalten? Oder machen wir dann einfach 2 draus? Dann ist es kein Denkmal mehr. Ne? Dann hat es mit der historischen Form nichts mehr zu tun. Kann man natürlich auch locker einwenden, naja, der Müggelturm hat sich ja schon ein paar Mal geändert durch Brände und so weiter und so fort. Also mir wäre es eigentlich am liebsten, man findet eine gute Lösung, wie Menschen mit einer Behinderung dort auch diese Aussicht genießen können. Ob es dazu einen zweiten Müggelturm kann bedarf. Kann auch so einen Glasfahrstuhl anbauen oder so. Ich glaube, aber wir sollten lieber über andere. Aber Fahrstuhl anbauen, da kommt ja wieder der Denkmalschutz und sagt. Ja, der kommt sowieso. Der Denkmalschutz kommt mit seinen Belangen auch zurecht so. Denn wie geht es uns denn, wenn wir andere Städte besuchen? Wir schätzen doch, wenn wir was Altes sehen, was Interessantes sehen, was sich nicht verändert hat, weil es einfach aus seiner Zeit spricht. Und dieser Müggelturm, der spricht für eine Zeit. Und ob wir das einfach so
in dem Sinne modernisieren, so verändern wollen, dass das alte Gesicht nicht mehr erhalten bleibt, das sollte wohl überlegt sein. Na gut, Sie haben ja noch genug andere Flächen, haben wir darüber gesprochen, wo man bauen kann, wo man noch etwas verändern kann. Oliver Igel, Bezirksbürgermeister in Treptow-Köpenick, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Tschüss, mach es gut, bis zum nächsten Mal.